zweit Angriff 3 anzugreifen. Und wahrscheinlich werde ich aber die Kanone nicht erreichen, also die Lebensenergie 1 hat. Schauen wir mal. Also ich werde auch Hab recht was, früh ich habe dran was sein, Nettes Partner im gemacht. Übrigen. Vielleicht bin ich sogar vor dir dran. Ich Ja, greife kann die sein, Elite ja. Guard 1 an und möglicherweise kille ich sie. Weiß ich nicht sicher, ob das funktionieren wird. Weil das Problem ist, tatsächlich steht mir die Brute ein wenig im Weg. Deswegen kann ich eigentlich nur die Bandit Guard angreifen. Naja, gut, kann man nichts machen. Und ich Okay, wäre im also wenn der Moment Michel nicht gerne eine dann Bombe umgeplant hat, dann einsetzen. können wir Das heißt, aufdecken. ja, Wenn ihr ich muss irgendeinen jetzt von gerade denen. massiv umplanen. Ja, ist eh klar, ja. Ja, hab schon. Nein, Brauchst du dann. nicht hetzen, mich, ja, weil der René redet eh noch mindestens 15 Ich Minuten. rede. Was heißt, ich rede noch 50 Minuten? Ich bin fertig, ich habe alles fertig. Macht's weiter. Hopp, 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 hopp. Der Vorteil von dem Spellweaver ist, ich habe nur 8 Karten in der Hand. Ich habe jetzt nach diesem Zug nur noch 2 Karten in der Hand. Übrigens, hallo saublöder Panda, ist nicht komplett ignoriert, nur von mir. Was? Echt, Saublöder die Panda? Leute? Es schauen sich irgendwelche Schüler von mir dieses Ding an. Wenn er saublöder Panda heißt, muss er ein Schüler von mir sein. Sag ihm, er ist tatsächlich saublöd, weil er sich sowas anschaut. René, er hört dich immer noch. Das ist mir wurscht. Sag's ihm trotzdem. Los, sag's ihm. Ich will's ihm nicht sagen. Okay, darf ich Also, erst seine Karten? wer ist jetzt der Schüler? Und wer ist der Lehrer? Okay, decken wir die Initiativen auf. Ja, welche Initiativen? Achso, waren Ich wir habe dran sind. Also 20. ich bin bei 7 dran, falls ich es Du schaffe, meine bist Karte tatsächlich weit aufzudecken. vor mir dran, weil ich habe 10. So, dann schauen wir mal, was die Gegner haben. Sehr gut, sehr gut. 71. 55 ist gut, das ist nach mir. Und 71. Oh, und er macht keinen Flächenschaden, das ist sehr nett von ihm. Und ranstellen würde ich mich auch nicht an ihn. Da steht eh keiner dort. Ja. Ja, vor allem an die Und kommt er nicht ran mit den die ganzen Guards Panzern. verstärken sich. Ja, das ist ungut. Was machen die Guards? Wir haben eine Runde, jetzt sind sie verstärkt alle. Ich lege sie in die Mitte. Gilt Aber das warte ab mal, dem die. Zeitpunkt, wo sie Ah, minus warte 55 haben, mal, die oder? bewegen sich, die machen. Moment, die machen ja jetzt nichts, oder? Der Runde, wo sie zu stärken. Oder greifen sie jetzt an? Frage, Bin mir machen. jetzt nicht sicher. Warte mal, das Strengthen kommt erst nach dem Ja, Angreifen ja. und das gilt dann für die Runde danach. Ich schaue es nochmal nach, aber ich bin mir ziemlich Ja, nein, sicher, dass das so ist. es war so, wir haben es letztens Wir hoffen einfach, ausgesprochen. dass sie nach der Runde danach weniger sind. Jo. Was heißt Sie kriegen Advantage. Strengthen? Ah, das heißt, sie Zack, ziehen zack. zwei Karten und hauen noch stärker zu, als sie es eh schon tun. Dumme Guards. Na gut, René, du fängst dann ich an. fange an. Na gut, dann mache ich einen Movement 3. Beweg mich halt hierher. Okay, ich schaff's nicht. Panda, er mag dich eh, aber er will es nicht Nein, ich mag einmischen. ihn nicht. Sag ihm sowas nicht. Ich mag keinen von meinen Schülern. Außerdem, wenn er aus der B-Klasse ist, Wenn ich die mach haben sieben weiter. Fetzen auf dem Test und den Bandit Guard 1 greife ich an. Mit dem Angriff hier. Da wir Eis- und Naturmagie da haben, kriege ich plus 1 Schaden, das heißt 3 durch meine Fähigkeit, die ich vorher geschickt habe, habe ich einen Grundschaden von 5. Ja. Ja, ordentlich. Naja, schauen wir mal, der hat noch 6 Lebenspunkte, mit etwas Glück ist er Sein Schild tot. hat er auch. Ein Schild hat er Bandit auch, Guard okay, 1 das ist, heißt, ne? ich brauche einen plus 2, Da um ihn brauchst du zu plus killen. 2, um ihn zu killen, ne? Naja, Plus das heißt, 2 oder mal 2. ich werde es wahrscheinlich eher nicht schaffen. Komm, hör auf. Ah, plus Versuch. 1, verdammt. Jetzt ist er auf 1 Welche Lebenspunkt. Energie hast du verbraucht jetzt? Braucht irgendjemand von euch noch Energie? Diese Runde? Ich nicht. Gut, Ich dann nicht. ist es Nein. wurscht, welche ich verbrauche. Dann nehme ich die Okay, Eisenergie, ja. weil die habe ich mir vorher deswegen schon gemacht. Verdammt, ich will den töten. Das wäre so ein Eine schöner Erfahrung kriegst du. Trophäe. Ja, ich krieg sogar ja, eine Und Erfahrung. die beiden Karten werden discarded. Das hilft ja aber nicht in deinem Projekt, der Recovery of Lost Cards. Was?
Wieso? Ich mache ja Eine eine Karte, Super das Rest. Wie heißt das? Long Rest. Eine Long Rest dann. Also ich mache den nächsten Zug und im übernächsten Zug mache ich eine Long Rest. Wart mal, René, wieso liegen alle Karten bei dir bei Discard? Weil ich sie Hast du alle nicht welche discard, weil ich verloren keine vorher? einzige verloren habe. Nein, die ich Ah. verliere, sind da. Ah ja, okay, na gut, ja, das habe ich nicht Ich mache so dann eine gesehen. Long Rest. Da lege ich eine Karte in den Discard und dann mache ich meine brutalen Sachen. Da lose ich alles. Und dann setze ich meine Spezialkarte ein und hole alles zurück, Okay, alles hoffentlich. klar, wieder Plan ist. Welche Guard hast du angegriffen? Die Einser. Achso, na Blödsinn, Hier ist ist das die Einser? Poison, da hast du noch. Ja, das ist Poison. Sie Das ist heißt, Poison, du ich. hast noch einen Schaden dazu. Er ist tot. Wer ist tot? Jim? Ja, du Ja. hast, warte mal, du hattest Schaden 5, das Genau, ist plus richtig. 1. Plus 1 ist Ist 6. 6, plus 1 ist 7. Ja, Und. yay, ich bin so gut. Ich bin hilfreich fürs Übrigens, Team. Panda, das sage ich dem Professor nicht, weil er wird es hier nicht verraten. Was? Das brauchst du nicht wissen. Nein, er hat auf jeden Fall eine negative Note, außer er ist der Roschert. Ich habe einen Gut toten formuliert. Bandit Guard. Cool. Und wieder habe ich den ersten Kill gemacht, so wie im letzten Szenario. Ich bin Nee, so gut. gut. Er muss noch da bleiben. Wer? Weil das gilt für den zweiten auch. Ja, dieses Vergifter-Zeichen. Wieso Beide Gift? waren vergiftet. Nein, es war nur Nein. einer Nein, vergiftet, weil er es nämlich war in nur der einer Falle vergiftet. war. Okay, gut. Eine Münze hinlegen, bitte. Das war hier, oder? Ja. Panda, nein, kannst du nicht. Verdammt, ich sollte Warum meinen kannst du den Panda Twitch-Account auch hören und ich gleichzeitig nicht? anschauen. Erläuterung an euch, Panda ist nur im Chat. Und da ich am zweiten Monitor das Twitch-Fenster offen habe, sehe Okay. ich, wenn ich manchmal hinschaue, Panda, tut mir leid, dass ich dich eine Weile nicht mehr sehe, ich den Chat. Das zeigt uns, es ist sinnvoll, einen zweiten Bildschirm zu haben. Eigentlich ist es vollkommen sinnlos, aber. Okay, ja, dein Zug ist beendet, Ja, mein Zug ist beendet. oder? Tut das Schlimmste. Tut Du euer bist dran, Hartmann. Schlimmstes. Schweiger. Dings. Lass mal einen Plan. Jetzt ist der Ding nicht mehr im Weg. Jetzt kannst du durchrennen. Okay. Ich verwende die untere Hälfte von Restorative Mist. Sollte ich vielleicht da Da rübergehen, habe das ich. anschauen? Ah, das war dumm. Ich bin dumm, aber egal. Da ist nämlich zuerst Move 2 und dann heile ich erst benachbarte Leute. Aber da liegt jetzt perfekt eine Münze und die Reichweite ist für meine Angriffe dann auch wirklich gut. Ich glaube, da werde ich mich hinbewegen. Dann beheile ich zwar niemanden. Na Also, super. warte mal, der Michi ist auch verwundet, gell? Doch, ich Ja, kann mich auf aber. das Wasser zwischen euch drauf bewegen, dann heile ich euch nämlich beide. Nein, das machst du nicht. Du gehst eins weiter nach rüben, dass du die Artillerie erwischt. Okay, wenn du sagst, ja, dann mache ich das. Ich nehme mir die Münze. Tja. Ich heile niemanden. Und So ein Egoist, jetzt wirklich. kommt die obere Hälfte von Reviving Shock. Nein, dass ich nicht heile, ist nicht so schlecht, weil ich habe noch dreimal den Heilbonus. Und Ja. wenn ich mir den aufhebe, weil da hätte ich dich nur für 2 geheilt Ja. und Du dann wäre nicht erledigst so viel erst die vergessen. Kanone. Na, das hoffe ich. Ich habe mal den ersten Die Angriff Reichweite. Einserkanone, ja, das wäre ganz Angriff nett. 2, genau, das war der Plan. Auf diese Kanone, ich ziehe mal eine Angriffskarte. Warte mal, Nein. den Was Bandit bedeutet Guard, Target in hallo, Reviving warte Shock? jetzt mal, warte mal, bevor du anfängst. Den Bandit Guard greifst du nicht an den Dreier, okay? Sag's du nur. Ja, das mache ich nicht. Okay. Target heißt, dass ich mehr als einen angreifen kann. In dem Fall bei Target 2, da steht zwei Leute angreifen. Ich mache übrigens noch etwas. Ich aktiviere meine Eagle Eye Goggles. Du kannst auch die obere Artillerie angreifen, weil ich habe auch vor, sie anzugreifen. Vielleicht geben wir den Rest zusammen. Okay, dann mache ich das. Ich aktiviere meine Eagle Eye Goggles. Sie werden getappt. Das heißt, dass ich jetzt Advantage habe auf alle meine Angriffe Ja. in dieser Runde. Gut. Also ich greife mal die untere Kanone an, die nur noch einen Punkt hat und Okay. ziehe zwei Karten aus meinem Angriffsdeck. Ja, ich bin immer zu langsam. Ja, das ist Okay, sie ist tot. erledigt. Das ist tot, ja. Du hast die Dann trägst untere. es zu mir hin, bitte, die untere. Habe ich hingestellt.
Ah, okay. Die untere ist für uns die obere. Ja, genau. Und dann greifst du die obere an. Ja, jetzt mache ich einen Nein, zweiten du greifst Angriff die auf die. untere an, aber nur für uns. Für Ja, euch für die Artillerie beide. 1. Elite 1, ja. Das ist recht, ja. Genau. Oh, nett. Vier Schaden. 4 Schaden, ja. Oh, das könnte sich ausgehen. Eins. Na, die sind ganz schön bedient worden von uns. Das beendet meinen Zug. Der war erfolgreich. Ich komme als nächstes dran. Ja. Aber kannst du dich Also. noch, könnt ihr euch überhaupt bewegen? Ihr seid doch Nein, ich immobilized, bewege oder? mich nicht. Ich werde zuerst einmal das hier verwenden. Da kommt jetzt so ein Token drauf. Was für ein Token nehme ich da? Blauen was Ah, so einen. oberhalb, Okay. Geht's weg da. Danke. So, das lege ich da drauf. falsch. So. Da oben ist das. Ja, ich weiß, ich muss es nur. Es sind zu viele Hände hier. So, Aber okay. magst du das wirklich dann jetzt auslösen, das obere? Nein, ich werfe eine Bombe. Und Ah, zwar okay. auf die obere Artillerie. Also auf die Elite 1 Artillerie. Und ich werde dazu hier eine Karte nehmen. Willst du nicht den Elite Guard 2? Ja, wohl, ist die Frage. Nein, ich werde Na, schaut Artillerie mal, was die werfen. beiden jetzt machen. Und Ja, oh, die vielleicht werden haben mich die beide Elite, angreifen. wenn er Plus kann damit eins, ich mache. möglicherweise die Ancient Artillery töten, also so Nee, gesehen. ich mache 6. Ich mache jetzt 7 Schaden. Mit meinem Modifier Angriffsdeck mache ich jetzt 7 Schaden. Das heißt, sie ist Nein, weg. du musst mal die Karte ziehen. Wenn es ein Critical Fail ist, machst du keinen Schaden. Was heißt Critical Er Fail? hat schon die Karte gezogen, Ah, Elite ja, habe ich 1. nicht gesehen. Ja, Okay. er hat nicht lange zu uns zugehört beim Diskutieren und hat gleich Weg. gehandelt. Alles klar. Ich stelle es bei mir hin. So viel. Yay, jetzt greift mich nur noch die Garde an. Sehr gut. Eben, das war der Plan. So. Unfassbar. Ich hätte nicht gedacht, dass man diesen Raum so schnell So, die Karte leeren. wird discarded. Na, so schnell ist es eh noch nicht. Naja. Es ist nur Haben noch die aber eine Guard da. Aber es ist 55. wirklich gut gelaufen bis jetzt. Jetzt bin ich dran, oder? So, So, nein, Andre. eigentlich hätte Andi noch da Fähigkeiten drauflegen. Ah, ich habe vergessen, mir meine Erfahrungspunkte zu nehmen, sehe ich gerade. Ha! Wann kommt mein Immobilize-Marke weg? Jetzt dann. Aber du Bin musst doch ich. eine Karte ausspielen. Wieso? Was meinst du mit Karte ausspielen? Nein, er hat das Ah. eh gemacht. Die Ah. Karte, die über seinem Character Sheet liegt, war die erste, die er gespielt hat. Und die zweite liegt Ah, da ja, auf die. Da hat er stimmt, die die Bombe Bombe. geworfen. Die wird Genau. discarded. Ich bin Genau. fertig. Ja, der Michi Mal, ist dran. okay. Die arme Aber Guard, Michi. mein Zug ist eigentlich relativ einfach. Ich spiele das untere von dem einen und das andere. Also es wird beides nach unten gelegt. Ich rate euch übrigens, dass ihr die Namen eurer Karten nennt. Opposing Ähm, Strike. Opposing Strike spiele ich das untere Teil aus. ah ja, okay. Dann Und legst du beim. sie über dein Character Sheet ab und legst nachher einen Marker drauf. Genau, und beim Backup Ammunition spiele ich den oberen Teil aus. Ich bin kurz weg. Ist okay. Also Lustig, aber du ich. killst die Guard durch den Retaliator. Ja, genau. Wenn er Sehr, überhaupt sehr angreift. gemein. Ja, wieso? Ich kriege einen Schaden. So. Ja. Aber ich nutze die Runde, wo ich eh nur herumstehe, blöd. Ja, das ist ziemlich gut. Ich meine, du hättest naheliegend wäre gewesen, dass du sie einfach angreifst. Das hätte ich erwartet, aber das ist auch nicht. Jetzt wird sie dir 5 Lebenspunkte kosten oder so. Ach, nicht ein Leben. Aber wenn sie nicht Angriff hat, dann wirkt das Retaliate gar nicht. Ne? Aber sie hat ja Angriff. Nein, ich Ja, meine, stimmt. wenn Wenn er das zieht. Nicht-Angreifen gezogen wird. Genau. Doch, Aber dieses. Retaliate wirkt immer auch, wenn man keinen Schaden kriegt. Ah ja, okay, na sehr schön. Gut, dann ziehe ich Also jetzt mal solange man mein Ding. angegriffen Selbst wird. wird. Wenn dieses Stoppschild kommt, Ja, was jetzt alle besagt, vier dass er dran. einen kritischen Schaden, na, nicht Patzer oder sowas Ja, gemacht hat? auch dann kommt Retaliate. Wir waren alle Ganz vier dran, ja? kurz, der Leather Armor gilt ja nur für eine Runde, oder?
Der gilt für die ganze Runde, wo du sie aktivierst. Also ist nur sinnvoll, wenn du früh dran bist, Aber da natürlich. steht Die nirgendwo nächste drauf, Runde. dass. Da steht aber nicht, dass irgendwo. Ah, zwei Runden, oder wie? Ja. Zwei von zwei, oder. Ja, er gilt von dem Zeitpunkt an, wo du ihn Nein, aktivierst, das 2 aus 2 heißt bis. nur, dass es die Zahl der Karten, die es davon gibt, nichts damit zu tun. Das ist das Symbol, dass du sie tappst. Das heißt, dass es für diese Runde gilt. Ah, okay. Aber okay, und bis ich wieder dran bin, aber jetzt bin ich dran und nach dem Zug ist es weg. Also die Karte ist jetzt, hat sich Ja, formal nein, du hast erledigt. recht, es ist nicht deutlich auf der Karte. Eben. Ich hab's. Naja, doch, Na, doch, Moment, doch, doch, Moment, da Michi, doch, steht. doch. Nein, Es da steht in den steht. Regeln generell bei dieser Art von Gegenständen, die getappt werden, heißt es, dass sie aktiviert werden und für die restliche Runde gelten. Das ist Das generell. hast du letztens schon bei meiner Cloak of Invisibility erklärt. Das habe ich versucht zu sagen, aber ihr habt es mich ja ignoriert. Es gilt von dem Zeitpunkt, wo du es ausspielst, also wo du dran bist, bis zu dem Zeitpunkt, wo du das nächste Mal wieder dran warst. Nein, das gilt nur für Invisible. Was? Was du sagst, gilt nur für Invisible. Wieso gilt das nicht Ich schaue für. jetzt gleich nochmal, weil es bei Invisible in den Regeln dabei steht. Okay. Invisible bist du für den Rest der Runde und dann noch den Zug in der nächsten Runde. Okay. Für die anderen Gegenstände, Steht, glaube ich, sogar in der Karte drauf, dass er zwei ihr müsst Runden es euch unsichtbar an. ist. Ja, das weiß ich nicht, ob es auf der Karte steht, glaube ich nicht drauf, aber es steht in den Regeln. Aber ihr müsst schauen, dieses Tappen-Symbol bei Gegenständen, das ist sehr, sehr standardmäßig, das heißt, dass der Gegenstand benutzt wird. Das bedeutet auch, dass er für die restliche Runde aktiv ist. Und dann ist er getappt, bis du eine lange Rast machst, dann darfst du wieder an. Ich eigentlich bei der Anleitung umblättern. Rechte Irgendwie? Maustaste, dann ist der zweite Punkt State und da hast du dann Doppelseiten quasi von 1 bis 27. Da musst du die richtige Seite finden. Aber ich habe als PDF die Regeln auch bei mir offen. Ich sage dir gleich die Seite. Bei mir sind sowieso alle Seiten weiß, interessanterweise. Okay. Ah, nein, es muss reingeladen werden, passt. Alles klar. Wo sind die Regeln überhaupt? Wo habt ihr Muss die Regeln warten, alles muss es. hingelegt? Ah. Ah, da in die Mitte. Das ist extrem mühsam, aber ich glaube, ihr seht immer das, was ich gerade offen habe, von der Seite her, oder? Entschuldige mich, was hast du gesagt? Man sieht immer die Seite. Jetzt gerade Ah, umblätter, doch, du oder? hast recht. Ja, eben. Also, wo startet man die Liste immer nach? Okay, aber die. Es Wie auch wäre auf immer. Seite 8, das müsste Doppelseite 4 sein, wenn es stimmt. Nein, da ist Seite 7. Ja, dann ist Ja, das verpasst die Seite. Cover gilt. Okay. Ja. Das Cover gilt als Seite, ja. So. Du könntest nämlich recht haben, Michi. Es könnte hypothetisch meinen, dass die ganze Zeit gilt. Ja, das ist ganze Zeit, ich glaube, das ist permanentes Armor. Das wäre allerdings auch wiederum sehr mächtig, Das wäre sehr mächtig, das kann ich mir nicht vorstellen. wenn jeder dann die ganze Zeit Disadvantage kriegt. Mit Disadvantage ist schon sehr unangenehm. Man muss nicht unbedingt unangenehm sein. Steht Aber aber eh drinnen, meine das Cloak S, regt nein, es ab. steht drinnen. The symbol means item is spent after use. Ja, und ich glaube, die Leather Armor Geschichte ist noch ganz anders. Dann steht es steht nämlich auf der Karte, when attacked, the attacker gains disadvantage on the attack. Das heißt, ich kann wahrscheinlich, wenn ich attackiert werde, auswählen und sagen, jetzt spiele ich den Leather Armor. Nein, es ist ganz wichtig, du spielst Gegenstände immer nur, wenn du dran bist. Das ist eine Grundregel. Du Ah, kannst okay. nicht passiv, das ist eine ganz wichtige Grundregel. Also du spielst sie schon, wenn du dran bist. Und wirksam wird sie irgendwann später. Die Frage ist nur, offensichtlich ist wirklich so, dass sie aktiviert ist und bis du das nächste Mal angegriffen wirst. Ob das in dieser Runde oder in der nächsten ist. Einmal. Ja, die Aber spent after use, ja. ich darf euch bitten, handelt ihr mal ab, weil ich suche jetzt schnell online
zur Leather Armor, ob ich schnell was finde. Ne? Okay, Guard. Das Okay. heißt, zwei Guards sind hier. Welcher kommt zuerst dran? Der mit niedrigeren Zahl, oder? Ja. Okay. Ja, und dann noch Elite zwei, ja. 2. Elite Ja, 2. der Elite kommt zuerst dran. So, Die Anleitung zurückblättern, was liegt. was macht So ist. er? Er kann sich wie viel bewegen? Zwei Felder. Ein Feld kann er Ein sich Feld, weil er bewegen. Minus Move 1 hat, Aber genau. er kommt damit zum Tinkerer. Ja, Also wird er genau. das wohl machen. So. Können wir gleich mal machen. Genau. So, und jetzt greift er ihn an. Attack, Strength wird erst aktiv. Genau. Also mit 3 greift er ihn an. Genau, ich ziehe mal eine Karte. Minus Also 1, mit das ist 2. mit Ich nehme 2. 2 Schaden, ja. Ja, 2 genau. Schaden. Den Tinkerer. So, jetzt ist der Bandit Guard 3 dran. Der greift Der mich wird an. sich nicht bewegen, der bleibt einfach. So, ich ziehe eine Karte, drehe sie um. Plus 0. Aber Er kein macht Elite. 2 2 Schaden. Schaden, ja. Schaden, Genau. genau. Nehme ich jetzt. Okay. Aber So. beide haben jetzt Strength und fürs nächste Moment, Mal. ich habe Opposing Strike aktiv jetzt. Und 6 Mal würde das gelten. Das heißt, du kriegst gar keinen Schaden, oder? Nein, ich Oh kann schon ja, unter er kriegt einen Marker. Schaden, aber Ja, der ich krieg andere kriegt auch Schaden. 2 Schaden durch das Und ist somit Retaliate. weg. Genau, und er ist somit weg. Damit Cool. hat er sich quasi selbst umgebracht mit dem Angriff. Es war gar kein Marker mehr. Ah, doch, da ist der Marker, der ist weg. Passt. Und der Stärken sich zweite aber. Bandit. Warte mal, der Elite stärkt sich jetzt. Genau. Dass der bekommt das Ding drauf. So. Und was machen wir mit dem Dings? Wo kommen die hin? Wow. Lass einfach liegen. Du zurück, weil es kommt, wenn der Raum aufgeht, kann sich Ja, wieder was das ist mir ändern. schon klar, aber ich wollte sie trotzdem weglegen, damit wir wissen, dass der Typ hinüber ist. Der Typ ist hinüber, nicht mehr im Feld, ist aber okay. Also ich lege sie da rüber zu den anderen zwei, die da schon liegen. Okay. Passt. Das heißt, die Runde ist beendet. Alle Karten wieder zurück. Wo sie gehören, ist schon erledigt. Das heißt, eigentlich kommen Ja, nur ich könnte die schon für die nächste Runde uns Karte bleibt überlegen. mal liegen. Genau. Liester hat man noch, oder? Ja, ich lese, das ist nicht so schön da. Also deswegen habe ich jetzt nichts gesagt. Ist okay. Wir brauchen dich nicht. Warte mal, bevor wir jetzt da noch miss, sondern da kann ich jetzt nicht ziehen. Okay, müssen wir noch ein bisschen warten, weil fast hart jetzt drauf kommt, dass die Guard, die mich angegriffen hat, ein Disadvantage gehabt hätte. Dürfte definitiv, aber ich würde es mal so interpretieren, es gilt für den nächsten Angriff. Und zwar nur einmal. Ja, hätte ich auch so verstanden. Ja. Also wir machen es mal so, Und mit ich einer lese es dann Long noch Rest kannst weiter. du es wieder Wenn ich nachher aktivieren. was anderes feststelle, probieren wir es genau. Ja, Ja. ah ja, wir Aber sind nicht mehr immobilized, oder? so ja, Solange. richtig, ja. Mal runternehmen. Kann man schon die nächste Runde planen. Jo. Ich bin der totale Held. Sehe ich gerade. Ja. Wir können in dieser Bist Runde, du. ist kurz nur, Bin ich ganz spreche das hinten. mal an. Wir könnten in dieser Runde schon überlegen, Feuere ob euch wir an. die Tür öffnen. Erinnert ihr euch noch an die Regeln, wie Ja, das mit wenn Tür die Tür öffnen ist? geöffnet wird, Aufstellen. dann schießen die da drinnen auch gleich. Die nutzen diese Runde dann auch voll. Tür wird geöffnet, indem sich jemand drauf bewegt. Wenn der Typ an Figur schon da ist, also wenn dort jetzt Bandit Guards drinnen sind und die eine, keine Ahnung, eine Initiative 15 haben und die Tür wird aber erst mit Initiative 30 geöffnet, würden sie dann trotzdem noch was tun? Ja, das funktioniert dann so. Der Spieler, der die Tür geöffnet hat, beendet seinen Zug, macht also alles. Und dann sind alle Monster, die in dem Raum, der geöffnet wurde, dran. Und zwar, die schon dran gewesen Die schon wären, dran gewesen beginnen mit der wären. Okay, niedrigsten gut. Initiative und machen dann ihren Zug Ja. anschließend, bevor der nächste, der regulären, dran wäre. Und sag Sein Zug. mal, wenn dann in diesem neu geöffneten Raum ein Monster ist mit einer hohen Initiative,
höher als jemand von uns, der noch nicht dran war, kommt dann trotzdem zuerst das Monster dran Nein, oder ich der würde von sagen, uns? es geht so Nein, lange, bis man alle, bei der die Initiative von uns alle in den dran war. Raum. Da kommt dann einfach nachdem der Spieler dran war, der die Tür geöffnet hat und nachdem alle Monster dran waren, die vorher dran gewesen wären, wird dann einfach mit den Monstern, die jetzt neu aufgedeckt wurden, weiter nach Initiativenreihenfolge alles abgehandelt. Okay. Nur die noch nicht dran waren, die werden eingeschoben. Die schon gewesen wären, die werden Die werden eingeschoben. Genau, eingeschoben. Wart die ja. Natur verschwindet, bis in der nächsten Runde. Also ich kann nicht viel machen, außer ich kann diesen Elite-Guard, der noch da ist, Also ich würde auf den, also an und für den kann ich sich. angreifen. Also ich sag's gleich, nicht derjenige sein, der die Tür öffnet, aber einer von unseren beiden Tanks sollte sich in Position begeben, dass er nächste Runde die Tür gut öffnen kann. Die Frage ist natürlich, wie wir das machen, weil da liegen Fallen und Hindernisse. Ja, vor allem du Da müsste man gehst ein drüber bisschen hupfen. Kann man über die Fallen blöde. auch drüber springen oder nur Ja, die Hindernisse? Kann man Wie drüber war das mit springen? dem Wasser? Kann man das nochmal erklären? Zwei Da braucht man Bewegungspunkte. zwei Wasser braucht zwei Bewegungen. Bewegungspunkte. Okay. Leute, ich kann den hier, der noch da ist, ins Gift nehmen. Wow. Das ist gut, weil dann wäre die Falle weg. Egal, wo Genau. die anderen stehen, weil ich stehe ich da nicht in. Achso, du gehst übers Wasser. Ja, genau. Und sag mal, wenn ich rausgehe aus dem Wasser, brauche ich dann wieder zwei Bewegungen, um Nein. rauszugehen. Dann reicht eine. Okay. Der Guard Ja, ist dann mache jetzt ich das. strengthened. Ich will nicht, dass der mich angreift. Ich werde da abhauen. Aber ich muss mir noch anschauen, wie und wohin. Ganz Ich kurz, meine, rein Push. theoretisch könnte sie die Wache auch mich angreifen lassen. Ich werde mich bewegen, aber ich komme relativ spät dran. Ich habe einfach keine hohen Karten mehr. Weil zwei Angriffe gehen bei mir ins Nichts, solange es strengthened ist. Rein theoretisch. Ha, ich habe gerade die perfekte Karte für den gefunden. Ich könnte früh dran sein, abhauen und ihn immobilisieren. Ich habe noch eine Frage. Wenn ich angenommen, ich habe Push 2 stehen, muss ich dann 2 pushen oder kann ich auch nur 1 pushen? Nein, du kannst auch komplett darauf verzichten oder du kannst nur eins pushen. Und was ist, wenn er da in so ein Loch reinfällt? Was ist dann? Was für ein Loch meinst du? Da, dieser Dann da. ist ein Nein, du darfst Obstacle. ihn nicht in Obstacles reinpushen und nicht in Der Walls. Da Butter hat das geht nicht es einfach Schaden nicht. gemacht. Aber die Nein, nur Pits, wenn es sind auf das einer nicht Karte Pits? draufsteht. Kann man da nicht reinfallen? Nein, würde man erwartlich, aber von den Spielregeln her nein. Okay, das heißt, es ist wie eine Wand und du kannst ihn dort nicht reindrängen. Wie ein Es heißt Felsen zwar quasi, ja. Pit, aber es ist in Wirklichkeit eine Wand. Ein Boulder. Ja, Keine wenn Ahnung. es so, es ist ein Obstacle. Es ist nicht so wie bei Star Wars, es hat eine große Sicherheitsreling. Nein, wie heißt das? Handgeländer. Bei Star Wars Ja, gibt es das whatever. nie. Bei Star Wars kannst du in Bottomless Pits reinfallen die ganze Zeit, ohne dass du dich irgendwo festhalten kannst. Ach Gott. Also ich komme eher spät dran die Runde. Ich bin immer mehr begeistert davon, dass ich den Spellweaver genommen habe. Durch die wenigen Karten habe ich wenig Entscheidungsmöglichkeiten. Ich brauche noch ein bisschen. Noch, dass ich spät drankomme, gehe ich schnell eine rauchen und gleich einfach wieder dran. Bis gleich. Nachdem wir alle spät drankommen, was macht er, wenn wir nachher noch drankommen? Müssen wir dann anfangen Ich zu werde früh singen dran für sein, den weil ich bin Panda-Bären? derjenige, Ah, der warte mal, abhauen wie hat er muss. sich genannt? Blöder Saublöder Panda, saublöder Panda und ich Panda. glaube, er ist schon Ja, weg. das ist gut. Hast du mich gerufen? Nein, oder? Nein. Passt, ihr könnt es einfach weiterspielen, okay? Ja. Passt. Ihr könnt Okay. meine Dann Karte dann könnten wir unten Nagel auch von umdrehen. Madagaskar singen. Wir könnten dich auch hauen. Nein, kannst du nicht, dazu bist du nämlich physisch nicht nah genug. René, ich habe nicht gesagt, jetzt sofort in 45 Minuten. In 45 Minuten stimmt, da könntest du mich erreichen, aber ich mach dir nicht auf. 15 Minuten davon verbringe ich so lange zu läuten, bis mich jemand anderer erreicht. Ja, weißt du, was passiert, wenn ich bei mir den Hörer runternehme, wenn du läutest? Man hört dich Ich habe die nicht mehr Telefonnummern läuten. von zwei anderen Familienmitgliedern.
Ja, die haben netterweise alle die Dinge auf lautlos gestellt und schlafen bereits. Außer die Außer die Tamara. Aber die ich weiß, Tamara kriegt welcher sowieso Balkon nie mit. eurer ist, egal. Whatever. Gib bitte. Ja, okay, du bist Baseballer, du wirst es schaffen, dorthin zu werfen. Zu unserem Balkon meine ich. Ja, das ist eine Gefahr, das stimmt. Und das Kaninchen könnte sich erschrecken, richtig. Ich gehe in 3 Wochen ins Chemische Institut zu einem Experimentalvortrag. Wollte ich euch nur sagen. Solange wir warten, bis irgendwas passiert. Passiert irgendwas? Machen wir Ja, weiter. aber ich schaue gerade meine Karten an. Ich muss noch überlegen, wie ich meinen Zugangsdienst nennen Ach will. so, das heißt, ich hätte das noch gar nicht umdrehen dürfen. Ich drehe das wieder weg. Dann drehe ich die Karte von Michi auch wieder zurück. Netterweise können wir die ja auch umdrehen. Okay, ich war der Wir Letzte. Scheinbar könnten haben wir alle Red Rag gewählt. singen. Wir könnten vieles. Es war nur Sand. Da, da, dum, da, dum. Ich glaube, In Panda, er singt deinen lieber. Augen. Erst kommen Tränen, dann ist der Blick wieder klar Stopp, und René. frei. Initiativkarten umdrehen, bitte. Ein Ja, Fan. ich drehe auch die von Michi nochmal um, nachdem ich sie weggedreht habe. Also ich bin bei 70 dran. Achso, ich bin bei 20, Michi bei 75. Ande, wie schaut's aus? Warte mal. Was habe ich 27. da? 27. So, und die Guard. Schauen wir mal, Übrigens, ob die heute noch herankommen. es war eh nichts zu mischen letzte Runde noch. Nicht, dass Ich ich glaube gesehen nicht. hätte. Auch kein Angriffsdeck, ja. Bei 70. Wow, ganz schön spät dran. Lasst euch nicht angreifen von denen. Angriff, Bewegung minus 1. Und ich dürfte anfangen. Was willst du machen? Stun Shot. Zuerst die obere Hälfte von Stunshot. Das ist ein Fernkampfangriff auf Guard. Das heißt, ihr habt Disadvantage, weil er dir geht. Das ist mir aber nicht so wichtig, weil das Wesentliche von dem Angriff ist das Stun. Und das kriegt er auf jeden Fall, Was macht er auch mit wenn ich ihm Stun? null Schaden zufüge. Er setzt eine Runde quasi aus. Er darf nicht angreifen, er darf sich nicht. Das ist wie Immobilize und gemeinsam. Er darf gar nichts machen. Das ist mir das Wesentlichste in dem Zug. Das heißt, ich ziehe zwei Angriffskarten und die Misere gilt und ich habe nur Angriff 1. Der wird nicht viel Schaden kriegen, für mich schon mal. Jo, kein Schaden, aber er ist stunned. Stand ist das hier. Ja. Ist nicht nur Und Strengthened, sondern auch Stunned. zweite Hälfte ist Move 4 und das heißt, ich bewege mich hier auf dieser Münze da oben. Geht sich das auch Und aus? hier. Achso, Zwei, nein, ich drei, darf nicht durch vier, ihn. du kommst nur Es bis geht sie nicht, daher. ich darf ja nicht durch ihn durch. Oh, ich muss umplanen. Ich meine, du kannst bis daher fahren. Na, ich hole mir die Münze, die bei Michi ist. Der ist gerade rauchen, da verdient es, dass ich ihn die Da wegschnappe. kommst du nicht hin. Warum nicht? Ah, das sind zwei Jedes Wasser. Wasser ist zwei Felder. Ah, shit. Na gut. Dann geht zur Tür hin. Da kommt er Da nicht komme hin. ich nicht hin. Da, ich Er könnte in die müsste über Falle den latschen, aber Typen da will ich drüber. auch nicht. Wie kriegen wir diese Falle da übrigens? Achso, da schiebt niemand rein. Ja. Wer geht Ja, daher? Ist doch wurscht. das sollte man glauben. Ach, das Das ist ist doch mal eine blöd. ganz schöne Verschwendung. Was? Shut up. Was machst du da hinten? Was soll das bringen? Ja. Du Troll! Nein, im Ernst, warum gehst du da nach hinten? Das bringt genau gar nichts. Na, nächstes Mal zieh ich mit zwei auf die Münze drauf. Wenn irgendjemand die Tür öffnet und steht dann bereit, um den Monstern, die da kommen, mit einem Fernkampfangriff, das ist mein Plan. Eine auf die Nase zu trauen, Mann.
Kannst du so weit donnern? Ja, wer ist als nächster dran? Also ich nicht. Ich habe 27, Ja, bin dann ich bist du dran? dran. Okay, na dann gehe ich mal zwei Felder weit. Ich habe Eins, die zweite Karte zwei. mal umgedreht. Und warte mal, zack. Und dann schiebe ich den Dart da drauf. Das heißt, das kommt weg. Stopp, Kannst du stopp, stopp, das? stopp, nein, stopp mal. Ah, okay, ja, jetzt sehe ich's. Okay. Du solltest immer sagen, welche von den beiden Karten und welche Hälfte du nimmst, damit auch die anderen gleich checken, mit welcher Karte du was machst. Genau. Overwhelming Die untere Assault. Hälfte von Overwhelming Assault war das. Kannst du das unlocken oder selber wegnehmen? Das Gift? So, Ist er schon kommt geschehen, ja. daher. Er hat Poison und Schaden. Genau. Und mit der zweiten Karte greife ich ihn an. Ah, warte mal, jetzt war interessant. Dann noch, achso, du schiebst ihn eh nur eins. Ich schaue noch mal bei Push nach in dem Ich schiebe nur Stickerbuch. eins und ich greife ihn jetzt an. Okay, ich glaube, ich werde doch Mit keine Bombe auf ihn drauf Spare werfen. Dagger. Spare Dagger. Und ich ziehe bei mir so eine Angriffskarte. Voilà. Ah, ich habe sie in die Hand genommen, Entschuldigung. Ach Gott. So. Und ich drehe sie um. Hab minus 1, das heißt, er gibt noch 2 Schaden dazu. Weil ich nehme mal an, er hat jetzt kein. Doch, er hat Shield, Er oder? schielt, er bekommt einen Schaden. Ja, er hat einen Ein Shield. Schaden, immerhin. Hallo Michi, mein Zug war nicht sehr aufregend. Ich bin eh schon da, wo du es erwähnt hast, dass du die Münze dort haben möchtest. Ja, und dann hat mir jemand gesagt, dass er mich Aber da verzaubert hast hat. du mich auf die glorreiche Idee gebracht, mir die Münze zu holen. Also, passt das schon. Na gut, das heißt, ich bin als nächster Und dran. ich krieg eine Erfahrung, wie ich das sehe. Genau. Mein Zug ist nicht sonderlich aufregend. Eigentlich wollte ich Übrigens, eine Ande, Bombe werfen, ganz, aber wart noch kurz, René, ja. bitte. Wenn ich die Regeln richtig verstehe, könntest du ihn nach der Falle noch weiter pushen. Dann Nach musst du der noch bei Falle. Fa du könntest ihn über die Falle noch ein Feld hinaus pushen, wenn du Nein, das tust gewinnst. du nicht. Okay, dann ist Hätte das ich jetzt jetzt, hinfällig. hätte ich den Sinn nicht gesehen, ja. Ja, okay. Kannst du eine Natur erzeugen? Ja, da Nein, könntest leider. du. Nein, Warte, es kann sein, René. dass ich eine erzeugt habe. Ich muss meine Karten noch mal anschauen. Nein, den Naturerzeugen-Ding werde ich nicht machen, das werde ich mich bewegen, weil der ist einfach zu mächtig und den Nein, habe setze ich ich nur nicht. ein, wenn ich Ja, mehrere okay, ja. angreife. Ja. Eigentlich Ich wollte ich habe eine eigentlich auch Bombe Nat in werfen einer mit dem Karte Natur anderen, erzeugen, aber du müsstest mir aber. das vorher sagen, Michi. Los? Ich hab ein Naturerzeugen noch auf meiner Es Hand, aber das wäre, musst du mir vorher es ist sagen. egal, es muss nicht sein. Okay. Eigentlich wollte ich mit dem Right the Wind eine Bombe werfen, aber um ehrlich zu sein, das ist ein bisschen vergeudet, glaube ich, an dem Typen schon. Ja, da Übrigens, habe ich. René, hast du ein nächstes Video schon gestartet? Ja, habe ich schon. Wir sind schon bei 38 Minuten beim nächsten Video, das werde ich jetzt gleich abdrehen, sogar nach meinem Zug. Ich habe 4 Felder, die ich mich bewege. Ich überlege tatsächlich 1, 2, 3, 4. Ah, verdammt. Gut getroffen. Leider, ich habe mal kurz überlegt, das Loot wäre ganz nett gewesen, aber es ist leider nur ein Loot 1. Ich werde tatsächlich die 2 Angriffe machen. Die 2 Angriffspunkte machen auf ihn. Ja, weil die Bombe werde ich sicher nicht werfen. Es gibt sicher stärkere Gegner hinten noch und ich mache plus 2 Schaden. Das heißt, ich mache mit dem Zweierangriff sogar 4 Schaden. Mit etwas Glück. Achso, nein, der hat wahrscheinlich ein Schild, oder? Was kann denn Ein der? Schild 1. Aber er hat Poison 1. Das heißt, wir machen Grundschaden 5 sogar. Ja, Und vier, Schild 1. weil ich das Schild und die Also Poison sich 4. aufheben. Genau, Schild und Poison heben sich auf. Schauen wir mal. Mit einem plus 1 bringe ich ihn um. Huch, wo habe ich ihn denn jetzt hingetan? Da gehört er her. Und it's a flip. Naja, okay. Wir machen 3 Punkte Schaden. Dann minus 1 noch wegen seinem Schild. Was? 2 Punkte. Nein, 3, weil wir haben Grundschaden 4, weil er hat Poison auch. Poison und Schild Na, heben das. sich auf. Na.
Na, das ist ja nur pro Runde kriegt er einen Schaden, oder? Oder pro Nein, Attacke? das war Nein, das Wound. war Wound. Wound macht einen Schaden pro Runde. Poison bedeutet, immer wenn er angegriffen wird, einen zusätzlichen Ah, Schadensbonus. okay, verstehe. Und ich krieg Gut, das einen ist jetzt auf. Erfahrungspunkt. Warte Hurra! mal, wie viel Schaden hat er jetzt? Kurz nur? Vier. Drei. Richtig? Drei. Also zwei hat er Stimmt. jetzt noch. Zwei Punkte Leben hat er noch. Ja. Es Es schaut schaut doch doch machbar machbar aus, aus, dass das das Ganze. Ganze. Am Anfang Anfangs hat hat es sich für mich ziemlich. nicht so Okay. ausgesehen. Gut, ich muss nächste Runde eine große Rast machen. So, ich bin jetzt dran, oder? Das Ja. ist eher ein guter Zeitpunkt, René, weil Ja. wir in dem Raum dann nicht mehr spielen können. Okay, Wäre schön, wenn du ihn überhaupt also. umbringen könntest, irgendwie. Den, der noch steht. Sonst So, greift ich er. verwende. Ja, ich. Mein's, ich verwende Crater. Attack 3, Range 3. Ja. Eine Karte. Das sollte man vielleicht Plus mal lesen. 1 ist hier. Das heißt, er Vier ist weg, Schaden. er ist weg. Er ist weg, ja. Cool. Das Giftige ist dann auch weg. Und dann verwende ich auf den unteren Teil, führe ich das nicht aus, sondern ich bewege mich um 2 und hole mir diese Münze. Ja. 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 Mein Zug beendet. Super. Das heißt, ich krieg schon wieder keine Münzen. Wenn ich Ruhm und so Ehre, gehen Ehre. muss. Ruhm und Ehre und Ruhm. Ehre. So, das kommt wieder zurück. Du René? René? Ja. Ja. Oder Und der Tinker, oder? Tinkerer? Habt Habt ihr ihr vor, vor, ja, diese diese Münze Münze zu zu holen? holen? Du heißt gerade Ande. Ja. Ja, aber ein, An ja. dieser Stelle werde ich die jetzige Aufnahme mal abbrechen. Ich sage Tschüss zu den Leuten auf YouTube, nachdem ich eh nicht Hallo gesagt habe. Vielleicht. Weil